Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es nach langer, langer Zeit endlich die versprochene Rezension zu Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Viel Spaß! In diesem Buch geht es um Captain Blaubeer und wer das ist, muss ich glaube ich keinem mehr erzählen. Ihr alle kennt ihn von der Sendung mit der Maus. Und in diesem Buch erzählt er uns, was er so in der ersten Hälfte seines Lebens praktisch so erlebt hat, denn ein Blaubeer hat 27 Leben und wir erfahren, was er in den ersten 13,5 von diesen 27 Leben so erlebt hat. Wir begleiten ihn von dem ersten Tag an, an den er sich zurückerinnern kann, durch ganz viele wilde Abenteuer. Wir lernen die Welt kennen, ganz viele wundervolle Wesen und ja, er nimmt uns einfach mit auf eine spannende Abenteuerreise durch die erste Hälfte seines Blaubeerdaseins. Eine Sache, die ich an Büchern immer wieder nervig finde, ist, wenn ich das Buch anfange und irgendwie schon weiß, wie es endet oder schon so eine ungefähre Ahnung davon habe, was als nächstes passiert. Und ich finde, das nimmt der ganzen Geschichte immer so ein bisschen die Spannung und irgendwie habe ich dann weniger Lust, es zu lesen. Und bei diesem Buch war es das komplette Gegenteil. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo es hinführen soll. Ich habe das Ganze während eines Readathons gelesen und ich werde den unten auch nochmal verlinken. Beziehungsweise in dieser Info-Dings da, eins von den beiden müsste sein, eine Ecke. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle habe ich auch gesagt, relativ weit schon in der Geschichte drin, dass ich immer noch nicht weiß, wo es da jetzt hingeht und wie das Ganze endet. Und das mochte ich total, dass ich wirklich bis kurz vor Schluss nicht wusste, was das große Finale sein wird und wohin uns die Geschichte führt. Und das hat es einfach ein bisschen spannender gemacht und voller Überraschungen. Wo wir gerade beim Thema Spannung sind, es ist ein wirkliches Abenteuerbuch. Also das hätte ich am Anfang irgendwie gar nicht so richtig gedacht. Aber der kleine Blaubeer durchläuft wirklich, wirklich viele Abenteuer und irgendwie weiß man nie so richtig, wie es ausgeht. Und es ist manchmal schon echt irgendwie heftig, aber es ist immer so, man weiß halt einfach nicht, an welchem Ort man als nächstes sein wird. Es ist eine komplette Fantasiewelt mit Fantasiewesen und sie wird immer größer. Mit jeder Geschichte, mit jedem Kapitel wird diese Welt einfach größer und reicher an Lebewesen und es ist einfach irgendwie so schön, diese Welt zu erkunden. Das Ganze wird übrigens auch unterstützt durch so Lexikon-Einträge, die immer wieder in diesem Buch vorkommen, in denen Orte und Wesen und alle möglichen anderen Dinge erklärt werden. Und es ist irgendwie immer ganz, ganz cool, das so zu lesen, weil man wirklich das Gefühl hat, da steckt totale Substanz hinter dieser Fantasiewelt und irgendwann meint man, dass es gar keine Fantasiewelt ist, sondern dass man tatsächlich nach Zamunien reisen könnte, wenn man denn wollte. Humor ist ja immer so eine sehr subjektive Sache. Ich persönlich fand den Humor grandios. Ich musste wirklich teilweise laut loslachen und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und ich fand diese Mischung aus Abenteuer und Ungewissem und gleichzeitig aber auch dieser Witz und Humor, das hat einfach super zusammengepasst. Es gab nur eine Sache, die mich an dem Buch ein klitzekleines bisschen gestört hat und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es nennen oder umschreiben soll, aber ich würde es jetzt mal bezeichnen als Zeitaufteilung der verschiedenen Leben oder so, gerade zum Ende und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber diejenigen von euch, die das Buch gelesen haben, die wissen, um welche Stelle es geht. Es gibt am Ende eine Situation, in der er sich befindet oder ein Leben, das er lebt, was für meinen Geschmack sehr in die Länge gezogen war, im Vergleich zu den doch eher sehr kurzweiligen Kapiteln, gerade am Anfang des Buches. Und ich finde, oder ich hätte mir gewünscht, dass es an einigen Stellen ein bisschen mehr Detail gegeben hätte und dafür diese eine Stelle oder dieses eine Kapitel ein kleines bisschen kürzer wäre. Das hört sich jetzt alles sehr kryptisch an für diejenigen von euch, die das Buch nicht kennen. Also es war am Anfang alles sehr, sehr schnell, es ist viel passiert, die Kapitel waren sehr kurz und zum Ende wird es halt immer alles ein bisschen länger und dann gibt es halt ein so ein Monster-Ding, wo er ganz lange am gleichen Ort ist und ganz lange ähnliche Dinge passieren und wie gesagt, an der Stelle hätte ich es mir einfach ein bisschen kürzer gewünscht. Wenn ihr auf witzige, humorvolle Abenteuerbücher mit Fantasy-Elementen und vielen Überraschungen steht, dann solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall mal angucken. Ich persönlich war als Kind nie Captain Blaubeer-Fan, aber das hat überhaupt nichts dazu beigetragen, dass mir dieses Buch irgendwie nicht, dieser Satz macht keinen Sinn. Ich war früher kein Captain Blaubeer-Fan, trotzdem hat mir dieses Buch super gut gefallen und ich mochte auch den Captain Blaubeer da drin, da ist er ja glaube ich noch kein Captain, da ist er nur Blaubeer.
Ist ja auch egal. Alles, was ich sagen will, ist, dass dieses Buch 2 dicke, fette Daumen hoch von mir bekommt. Ich habe schon das nächste Buch von Walter Mörsi liegen, weil ich unbedingt mehr von ihm lesen will. Also, falls ich irgendwie euer Interesse wecken konnte, dann guckt euch das Buch an, besorgt es euch irgendwo oder lest irgendwas anderes von Walter Mörsi. Ich bin mir sicher, dass seine anderen Werke auch sehr gut sind. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!